Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir wollen hier mal die Schläger loswerden und den Reislord am besten auch. Kann ich dem da auch noch irgendwie Stress antun? Einer unserer eigenen Leute ist tot und du hast damit zu tun. Der kleinste Fehler noch und du bist freiwillig. Kann ich den einfach attackieren? Weg mit der Waffe, weg damit! Komm, greif mich an. Ich mein's ernst, weg damit! Komm, ich mach dich kaputt. So. Aua, ey, nein, guck ihn an. Selbst schuld! Tu das nie wieder. Nein, kein neues Spiel. Spiel laden. Den. Okay, boah, aus Versehen neues Spiel startet. So, aber gegen den Schläger kommen wir an. Weg mit der Waffe, weg damit! Ja, komm ein bisschen näher, komm. Ich mein's ernst, weg damit! Ja, dich werde ich auch noch auslooten, komm. Okay, warte, schnell, hör auf zu gucken. Hör auf! Er verdient. Versuch das nicht nochmal. Der hat auch noch weiter den anvisiert. Warum? Warum habe ich den noch weiter anvisiert gehabt? Aber den Reißlock müssen wir auch noch platt machen. Aber erst seine Schläger. Weg mit der Waffe, weg damit! Ja, komm. Dich mach ich platt. Ich mein's ernst, weg damit! Ja, du musst ein bisschen näher kommen. So, okay, jetzt die Richtung. So. Du hast mehr ausgehalten. Okay, der Reißlord ist nicht hinter uns her. So. Seinen Streitkolben nehmen wir mit. Und looten ihn auch noch einmal leer. So, dann können wir jetzt ein Safe Game machen. So, dann können wir auch noch mal essen. Wir haben aber ordentlich was, was wir auch verkaufen können jetzt. So, dann essen wir das hier. Vielleicht jetzt noch mal ein Safe Game, weil wir jetzt gegessen haben. Den anderen müssen wir auch noch erledigen. Der Reißlord will nichts. So. Die Waffe komm. Weg! Komm. Dich mache ich auch noch platt. Weg mit der Waffe! Ja, ein bisschen weiter Abstand halten. Nicht da, nein, jetzt hänge ich hier fest. Aber gut, dass er mich nicht erwischt hat. Weh, der schießt jetzt. Alter, von hinten auch noch. Der Kampf ist entschieden. So. Jetzt abstechen. Was? Das nicht nochmal. Der Reißlord auch noch, kam an. Okay. Schaffen wir noch. Den Reißlord machen wir auch noch platt. Aber ich weiß schon mal, dass die Schläger einfacher sind als Lefty. Die Waffe weg! Ja komm, dich mache ich auch noch platt. Das schaffen wir. Weg mit der Waffe! Erstmal anlocken. So, weiter da hinten. Alter, was ist mit dem? Der Kampf ist entschieden. So. Abstechen, jetzt kommt gleich wahrscheinlich der Reißlord. Oder? Kommt er?
Sein Streitkolben nehmen wir mit. Auch noch looten. So. Dann wäre jetzt nur noch der Reislot offen. Übrig. So, ach so. Und noch einmal essen. Was? Wollte schon sagen. So, jetzt nochmal Safe Game. Der hat uns jetzt noch nicht attackiert. Jetzt ist nur die Frage. Alter! Okay. Wir haben damals mehr ausgehalten. So, und den Reißer einmal auseinandergenommen. Herrscherstab, alles klar. So, wie sieht's aus? Selbst schuld. Gut gemacht. Der bewegt Alter, sich noch. Was? Okay, also den Reichslord 50 Erz geben. Was? Wo ist mein Erz? 61. Das neue Lager hat einen tragischen Verlust erlitten. Und scheinbar hast du damit zu tun. Ich hab noch mal über die Sachen nachgedacht. Ich hab noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Oh, immer noch nein. Dachte ich mir. Aber warum ist er auf mich losgegangen, als ich den Reichslord erledigt habe? Was passiert, wenn ich mit dem jetzt quatsche? Sie haben einen unserer Jungs erwischt! Wenn ich das Schwein kriege. Es hat drei deiner Jungs erwischt. Aber okay, anscheinend kann ich den jetzt nicht einfach so wahllos erledigen, auseinandernehmen. Ich habe ihn jetzt geschwächt. Drei Schläge sind los. Einer mit dem Namen Lefty. Ich weiß jetzt nicht, wie relevant Lefty jetzt war. Aber wir haben 11.310. Gucken wir mal, ob hier eigentlich noch irgendwo Viecher sind. Eigentlich müssten hier irgendwo noch Blutfliegen sein. Ja, da. Vier Stück. Sechs. Ja, komm, den ersten. Den auch noch. Autsch. Nicht alle auf einmal, ja? Jo. Alles klar. Okay, schnell jetzt was essen. Das waren sehr viele auf einmal. Aber der da hinten hat auch noch gar nicht auf uns reagiert. So, okay. Erstmal alle looten. Ne, den noch nicht. Den kriegen wir auch noch hin. Alles klar. Der ging aber schnell. So, wie sieht es jetzt mit der Erfahrung aus? 11.730. Da müssen wir noch ein bisschen hinterherkommen. Wir bluten hier jetzt aber nicht alles voll. Die Varaner sind ja direkt hier. Aber nur zwei? Immerhin nur zwei? Und da hinten der Lurker. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Da vorne haben wir irgendwas. Da haben wir irgendwen. Machen wir hier ein Safe Game. Bevor wir da reingehen. Was zum Teufel machst du hier? Hä?
Noch einmal und du kannst was erleben. Okay, ich weiß jetzt nicht, was der jetzt wollte, warum der uns attackiert hat. Steck die Scheißwa- Glück gehabt. Was zum Teufel machst du hier? Steck die Scheiß... Ah! Alter. Er hat genug. Ich lass den aber am Leben. Aber ich loot ihn. Alter, richtig viel Erz. Krautmischer. Ich lasse ihn am Leben. Wasserpfeife, Krautmischer. Trank nehmen wir mit. Das wird dir noch leid tun. Ey, sei froh, dass ich dich verschone, ja? Was zum Teufel machst du hier? Er hat genug. Der will nur Schläge, okay. Aber egal, dann haben wir den gelootet. Wie viel haben wir jetzt? 156 Erz. Okay, wir werden immer besser. So, warte mal. Wir versuchen es mal mit den Varanen. Einen zumindest davon. Vielleicht auch nochmal kurz essen. Alter, 16 Flügel haben wir. Müssen wir mal schauen. So. Essenzteilender Kraft und Extraktteilender Kraft. Okay, aber wir verbrauchen erst einmal alles Essen, was wir haben. Ja, komm, einen noch. So, dann machen wir hier jetzt ein Safe Game. Ich will es mal riskieren gegen einen von denen. Okay. Komm. Ne, bitte nicht beide. Einer reicht. Ja, komm. Ach komm, egal. Yo. Okay, die sind einfacher geworden. Wenn man weiß, wie man kämpfen muss. Jo. Okay. Ist nicht so einfach, aber wir können das schaffen. Komm. Alter. Super. Okay, die kommen trotzdem zuhauf. Egal, wir lassen die jetzt erst. Oder? Komm. Wir müssen irgendwie schaffen, einen wegzulocken. Komm. Einen. Ich brauche nur einen von euch. Einer reicht. Komm. Bisschen. Wieso müssen die immer so nah aneinander sein, ja? Komm. Die machen es einen so schwer. Ja, wir haben die Dinger hier noch. Okay, die looten wir mal. Davon haben wir noch einen Trank. Keine Ahnung, was der Trank hier macht.
Aber dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen was zum Braten. So. Ich will es trotzdem mit einem Varan riskieren. Ein Varan nach dem anderen. Vielleicht machen wir hier jetzt nochmal so. Safe Game. Ja, komm. Oh nein, 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 nein! Ja! Geil! Wir haben beide Varane geschafft. Boah. Kann ich die looten? Nö. Alter, beide Varane. Boah. Ich fühle mich gerade so geil. So, das müssen wir speichern. Wir haben beide geschafft. Wie viele Erfahrungspunkte? 12.120 haben wir. Boah, so langsam können wir es eigentlich mit jedem hier aufnehmen. Aber nicht, dass ich das Spiel jetzt irgendwie gecrashed habe, weil ich jetzt Leffy und so getötet habe. Ich hoffe, die wissen nicht, dass ich das war. Oder komm nicht drauf. So. Wollen wir es mal da unten? Ich will jetzt wissen, was da unten eigentlich gibt. So, da vorne haben wir wieder so ein... Da sind Goblins, okay. Und Varane. Wenn ich jetzt hier auf eine Map gucke, wo sind wir denn? Ah, okay. Die kommen... Schwarzer Goblin, okay. Die kommen aber hier nicht hoch. Das schaffen die nicht. Gut, dass wir da jetzt auch nicht runterspringen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel so gegen so viele Goblins. Wird denn der Weg hier nochmal hin? Ah, okay, das führt nochmal zur alten Mine. Was den Reis dort angeht, ich komme da echt nicht weiter. Also ich, zumindest weiß ich nicht weiter. Was ist denn hier eigentlich? Ah, hier das Lager. Okay. Kann ich dem irgendwas verkaufen? Komm, Aidan. Ich will lernen Tieren. Nee. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Nee, das lassen wir mal. Ich wollte eigentlich auf Ente. Ente, genau. Auf Ende drücken. Okay, müssen wir mal schauen, was es sonst noch so hier gibt. Da, Steinwurzel haben wir übersehen. Übersehen tun wir hier sehr viel auf jeden Fall. Hier ist auch noch eine Höhle. Mit einem Skelett. Ah, hier waren wir doch schon mal. Genau, hier waren wir mehr. Die Höhle waren wir auf jeden Fall. Die Fleischwanzen, die müssen wir noch erledigen. Ja, nice. Nehmen wir mit. Jede Erfahrungspunkte nehmen wir mit, die wir kriegen können.
Dem Dude können wir ja auch nichts verkaufen, der da war. Ah, hier gibt's sonst noch irgendwas. Außer da hinten die Dinos. Die Snapper oder wie die hießen. Aber wir kommen schon gegen Barana. Das ist schon mal viel wert. Auch wenn es in Gruppen, die noch sehr, sehr stark sind. Da gab es aber noch irgendwo ein paar Fleischpflanzen. Oder nicht? Irgendwo im Startgebiet? Da waren noch ein paar, meine ich. Aber wir können hier richtig schnell jetzt richtig gut wachsen, also stärker werden jetzt, skillen, weil wir gegen neue Gegner ankommen. Nur das mit dem Reisdorf gefällt mir irgendwie gar nicht, dass der so viel zu stark ist. Ach, die beiden habe ich total vergessen. Verlass dich auf jemanden und du wirst verlassen. Boah, aber dann können wir doch eigentlich doch gegen Kirgo kämpfen und den anderen Dude. Wir wissen ja jetzt, wie man kämpft. Wie man richtig kämpft. Solange die uns nicht in den Rücken fallen. Aber erstmal die Fleischpflanzen, die zwei, die da oben irgendwo noch sind. Im Startgebiet. Die müssen wir noch holen. Vorausgesetzt, wir haben die uns nicht schon längst geholt. Hier haben wir auch schon soweit alles gelootet. Es sind nur noch die beiden Fleischpflanzen, die hier sein sollen. Die wir uns noch schnappen müssen. Da, da sind sie. So. Und hier auch nochmal. Nee. So. Ah, die ist schon leer. Okay. Aber wir haben es erledigt. Wir haben die paar Erfahrungspunkte mitgenommen. Und hier oben gab es sonst gar nichts, meine ich. Boah, dann können wir... Ja, wir können wirklich gleich gegen Kirgo kämpfen. Wir riskieren es jetzt dieses Mal wirklich mal. Und sehen zu, dass wir es wirklich schaffen, weil wir haben das ja jetzt gelernt. Also jetzt wir persönlich und nicht unser namenloser Held, den wir hier spielen. Aber erstmal gehen wir verkaufen. Wir wollen ein bisschen Erz auch noch auf Tasche haben. Früher wäre das Ganze. Wir haben hier nämlich so viel Zeug, dass wir eigentlich loswerden müssen, was wir eigentlich verkaufen müssen. So, da sind wir auch schon wieder. Rückenwasser. Boah, ich habe auf jeden Fall, wenn wir die Story durchhaben, was Lustiges vor. Wenn wir die Story durchhaben. Ich glaube, dann sind wir so stark, wir können einfach hier jeden ausschalten. Lass uns das einfach mal machen. So eine Special-Folge so am Ende. Wo wir jeden einfach umbringen hier. Manche lernen jetzt gar nichts. Aber
Ich hoffe nur nicht, dass das Spiel gecrashed wird. Wenn wir das gemacht haben. Also genau, wir müssen hier rum zum Laden, zum Shop. Zum Händler. Bravo. Ah ja, und Pfanne. Müssen wir auch noch. Alles, was wir haben, einmal brutzeln. So, wie viel haben wir? Kann doch nicht sein, dass wir so viel haben, oder? Hat wirklich so viel rotes Fleisch? Alles klar. Gucken wir mal, wie viel haben wir jetzt wieder? An Fleisch. 104. Okay, hatten wir tatsächlich wirklich so viel. Ist schon ordentlich, finde ich. So, Bloodwin müsste auch irgendwo hier sein. Wenn wir... Wir können eigentlich auch Bloodwin aus dem Verkehr ziehen. Hier haben wir Whistler. Wer war nochmal dahinter? Fisk hier, oder? Oder? Ist hier Fisk. Absolut idiotisch. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich halte mich da lieber raus. So, 450 Erz hat er. Okay. Dann können wir ihm. Verlass dich auf jemanden und du das hier verkaufen. So, das können wir ihm verkaufen. Das können wir ihm verkaufen. Dietrich hier, die behalten wir. Absolut. Hammer können wir ihm verkaufen. Krallen können wir ihm verkaufen. Schlüssel, Wanzenfleisch. Gequatscht wird viel. So, was haben wir noch? Lass uns lieber über was anderes reden. So, warte. Blutfliegenstachel, Schaden 26. Was? Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Absolut. Okay, Schützhacke, Langbogen. War doch klar, dass das ärgert. Manche lernen eben gar nichts dazu. Gültige Geschicklichkeit 20. Nicht so viel quatschen, ja. Okay, warte mal. Wir machen das mal ein bisschen anders. So, erstmal gönnen wir uns hier 180 Erz. Ja, annehmen. Kann schon sein, aber wen interessiert das? So, wo haben wir die Waffen jetzt? So. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Was ist das Beste, was wir an Einhandwaffen hier haben? Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Warte mal, der gibt sogar 40, dann machen wir auf die. Gar nicht. Nein. Was hast du mit der Waffe vor? Du lernst schnell! Das wollte ich nicht. Lass mich vorbei! Verlass dich auf jemanden. Nein! Was hast du mit der Waffe? Das wollte ich immer noch nicht. Das wollte ich nicht. Wie war das nochmal mit den Dings? Okay, das ist jetzt. Und das ist Einhandwaffe. Okay, dann können wir den Rest verkaufen. Gut. Ich wollte jetzt nicht, dass die alle Angst vor mir haben oder so. Zeig mir deine Ware, genau. Zeig mir deine Ware. So, wir haben jetzt krass, wie viel wir jetzt an Erz haben. So. Das. Bogenschwert können wir auch noch. So, dann können wir das. 299. So, wo hat er hier jetzt Erz? 270 hat er noch. Ich nehme ihm alles Erz weg. Nein. Die Dietriche. Warte mal, dann lasse ich die eine Spitzhacke hier bei mir. Okay, den kann ich jetzt auch nicht so viel andrehen. Hatte ich hier sonst noch Heilung? Spitzhacke, rostiges Schwert, Kurzschwert, Bauernwehr, Lurkerbild,
Wundendorn. Huddlerzucht. Karte zur alten Mine. Sonst hat er hier nichts. Okay, dann lassen wir das so, wie das ist. Obwohl, wir könnten ihm... Was ist hier? Nur 20 wert. Was ich wieder zurücknehmen kann. Ach, Stallkolben. Ja, so passt perfekt. So. Hä? Erstmal abwarten. Annehmen. Ah, okay, ich sehe schon. Ich muss ihm irgendwas noch geben. Komm, wir geben ihm... nee, nicht gleich 10 Stück. Wo sind die? Okay, dann gebe ich ihm das. Ja, so passt. Annehmen. So, wie viel Erz haben wir jetzt? 606 Erz, nice. Wie geil. So, dann würde ich aber sagen, in der nächsten Folge riskieren wir es noch einmal gegen Kirgo zu kämpfen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.